zu Hause ist, wo das Herz ist. Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal da reingehen. Ach, stell dich's an. Ich werde da oben nochmal gucken gehen. Da kommen wir auch nicht rein. Kommen wir nirgends rein, toll. Ah, guck mal, hier sind auf jeden Fall die Pläne weg. Aber hier scheint auch nirgendwo was zu sein. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Ja, soll jetzt auch kein Imbiss mehr nehmen. Raus können wir auch nicht mehr. Blutegeln. Na, draußen kommen wir hier auch nicht mehr. Schade. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Da will er aber nicht nochmal rein, auf oder? Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal da reingehen. Damit werden wir nichts anfangen können. Sanatorium, ländliche Erhärtung. Ja, wo können wir denn hingehen? Das ist, das wird das Haus. Ich werde einfach jetzt alles einmal ablaufen. Vielleicht komme ich da nochmal irgendwie auf eine zündende Idee. Achso, das war das. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Danke nochmal. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase, wenn ich das so sagen darf. Hier, nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Vitaminpillen? Sie, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Okay. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später. So, können wir noch ich was? Ich genieße noch ein wenig die Aussicht. Okay. Ich gucke mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwie was finden, was wir noch einsammeln können. Irgendwo hatte ich hier schon wieder gerade irgendwas gesehen. Da. Ah, ja, okay. Das war hier vorne mit dem Pfeifen. Oder ein Klaus. Da wollen wir ja aber gar nicht hin. Wir wollen ja erstmal mit den Vitaminpillen, wollen wir uns ja erstmal, ne, erstmal den Preis holen. So, was war jetzt hier? Was ist das jetzt noch für ein Ort gewesen? Ach so, super, dass wir da direkt hinspringen können. Das ist echt geil. Bringen uns aber nichts. Ahoi. Ahoi. Ins Dorf wollen wir. Und mit den Vitaminpillen, da können wir zu ihm hier. Schwupp, Vitaminpillen. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Der Herr, wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Was gibt's zu gewinnen? Gibt's was zu gewinnen? Natürlich, natürlich. Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal. Na, wenn das so ist. Du jetzt aber. Ja, sauer. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Ein echtes Schmuckstück. Danke. Fein.
So, was haben wir hier? Das können wir nicht. Nee, das ging ja nichts, ne? Den brauchen wir 100 Pro auch nochmal. Und irgendwie was muss es auch mit dem Raben aus sich haben. Irgendwie werden wir die auch nochmal nutzen müssen. Können, sollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, die Theorie kennst du ja bereits. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal und projiziert eine metaphasische Projektionsmatrix. Präzise. Durch gerichtete Tachyonimpulse sind wir dann in der Lage, die Frequenz derart zu modulieren, dass sich das Portal auf die exakten temporalen Quantenkoordinaten einstellt. Ein Klar. Riss im Raumzeitgefüge. Exakt. Das ist eine Sensation. Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Ja, aber was brauchen wir noch für einen Bleipokal? Wie ist die Lage? Geht so. Bleipokal. Okay, ich überlege mir was. Bleipokal. Was denn? Ist das neu hier, was ihr da stehen hat, dieses Gerät da? Da stand doch vorher noch nicht da, oder? Das Teil hier? Da stand doch vorher ein normales Telefon. Trude? Hallo Professorchen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ach, okay. Schon gut. Aber ist das so, ne? Ich meine, die hatte doch vorher ein normales Telefon da stehen. Jetzt steht da so ein komisches Dingsbumskirchen. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ich weiß echt schon die ganze Zeit da. Ich weiß nicht. Also mir kommt das echt nicht so wirklich bekannt vor. Was machen wir denn jetzt mit dem Pokal? Ich muss mal überlegen. Gleipokal. Womit können wir da jetzt mal pumpen? Bleipokal. Zucker. Ja, aber gut. Zuckerwatte abfüllen, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Er mag ja eh keine Zuckerwatte. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es... Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Ja, die ganze Zeit schon. Wann fängt er denn mal an? Ich habe schon genug. Bleipokal. Weiß nicht, ob wir mit dem Bleipokal, ob wir bei dem Knilch punkten können, der da oben im Baum sitzt, da. Pokal. Vielleicht Strahlung, Bleipokal. Was ist das hier unten eigentlich? Ach so. Das werden wir auch noch für irgendwas brauchen, den Dinosaurier. Ach, schade. Ich dachte, man könnte da vielleicht irgendwie was mit dem Bleipokal irgendwas machen. Ich komme von hier leider nicht ran. Die können wir auch nicht aufmachen. Verschlossen. Geh mal zurück.
Zeig mir Idee, das Hans, aber das würde nicht funktionieren. Verzeihung? Was haben denn die Raben alle auf sich hier? Jetzt können wir die ganze Zeit rufen, was bringt uns ja nichts? Oder hat es irgendwie einen tieferen Sinn? Verschlossen. So, momentan hänge ich gerade ein bisschen. Aber ich habe ja auch keinen Zugriff wirklich auf mein Inventar, oder? Das zeigt mir natürlich auch gerade nicht an. Doch jetzt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Äpfel da. Wir haben noch so eine komische Zahl noch. Ticket. Vitamine haben wir auch immer noch. Bleipokal. Wo haben wir die Vitamine denn eigentlich noch? Äpfel. Und das eine, das zweite müsste sein Ticket sein. Route 29. Also da bringe ich jetzt momentan hier nichts weiter, nicht so wirklich. Ahoi. So, da waren wir jetzt. Das ist da unten. Nee. Wir haben eigentlich auch alle Orte so weit abgegrast. Ich möchte den anderen auch noch ein paar Preise übrig lassen. Ah, stell sie mal an. Ich möchte den anderen. Ahoi! Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ja, ich möchte dank beim Head und aus mit Sichern weit, weit. Das ist eine schöne. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Ich hab schon genug. Das muss ja auch noch irgendwas zu sagen haben. Mein Herr? Herr Tannhauser! Schön, Sie zu sehen! Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Knie Sie das fest, das hat er auch schon alles erzählt. Bis bald, Herr Tannhauser! Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Ja. Momentan stehe ich echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich wüsste jetzt nicht, wo es momentan konkret weitergeht. Verschlossen. Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Kannst du das Mädchen nicht an die Schießbude locken, um an den Fernseher zu kommen? Ja, aber sie lässt sich ja... Also bis eben zumindest. Ließ sie sich ja nicht... überreden. Ich muss mal gucken. Vielleicht. Ich kann es ja nochmal versuchen, aber. Aber so die ganze Zeit. Da können wir auch nichts machen. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Ja, mit Anquatschen ist da nicht viel. Hier dürfen wir auch nichts machen. Und hier werden wir jetzt ja auch nichts machen können.
Wir haben so einen Bleipokal dazu gekriegt, also jetzt nichts, womit man einen Blumentopf gewinnen könnte hier. Ich kann kaum etwas sehen. Ja. Jetzt zeigt er natürlich auch nichts an. Ich könnte, gut, ich versuche jetzt mal probieren, ich gehe nochmal zu dem Kerl auf dem Baumhaus, mit dem haben wir auch noch nicht gequatscht, seitdem. Vielleicht hat der was. Wir haben ja aber kein Feuerzeug. Einen Apfel haben wir auch noch, wofür bräuchten wir jetzt noch einen Apfel? Oder müssen wir verschiedene Melodien pfeifen? Das kann natürlich auch sein. Das wäre aber auch ein bisschen merkwürdig. Auf gar keinen Fall. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Ich habe genug gehört. Auch danke Neues für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Was ich ganz dann gerne können wir gerne ins Detail gehen. Probieren will, wenn wir mal eine andere Melodie pfeifen. Aber dann vielleicht was anderes erzählt, ob das irgendwie einen Unterschied macht, ob wir verschiedene Melodien pfeifen. War da nicht auch ein Kiosk? Ja, durchaus. Dazu hatte ich schon. Ich gehe nochmal kurz nach nebenan. Gehe nochmal zurück und dann mal gucken, ob wir durch Pfeifen irgendwie, ob wir da ein anderes Lied pfeifen, ob wir da irgendwie noch. Ja. Schade. Ich dachte, wir können die Glühwürmchen irgendwie einfangen. Ein Schwarm Glühwürmchen hat sich um die kaputte Straßenlaterne versammelt. Vielleicht halten sie die Laterne für ihren Gott. Wie wohl das Leben als Glühwürmchen ist? Ich würde mal sagen, wir brauchen Glas und die Glühwürmchen. Vielleicht können wir den Pokal tauschen. Sweetheart. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Weiter. Das war nicht sehr erquickend. Aber wen könnten wir... Verschlossen. Wir bräuchten Glas, wo wir die Glühwürmchen reinpacken können. Dann haben wir wieder so ein Licht, dann können wir wieder in den Keller rein. Da finden wir wahrscheinlich auch schon wieder 1000 Sachen. Aber wir können den Pokal gebrauchen. Wir können uns dafür ein Glas geben.
bringt uns hier auch nichts. Passt auch nichts. Ich gehe nochmal nach oben. Ich gehe nochmal nach oben gucken. Vielleicht können wir eins von den Gläsern, die da oben rumstehen, vielleicht können wir die mitnehmen. Aber das haben wir ja eben schon alles angeklickt. Es sei denn, sie nimmt... Warte mal, vielleicht... Aber die... Trude? Hallo, Professorchen. Das Glas interessiert mich. Noch eine Frage. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ach, schon gut. Nee. Ich muss weiter. Das kannst du knicken. Sie zu Hause, Professorchen. Das kannst du knicken. Die hätten wir gebraucht. Eine kleine Menge Hydrinos. Benzinpulver. Ich komme nicht drauf, was wir brauchen können. Und vor allem, wofür wir den Pokal nachher brauchen, ist auch die Frage. Es war alles gut und schön, das würde ich mir alles ganz gerne anhören, aber es bringt mir jetzt am Montag nichts. Du kommst wirklich aus einer anderen Dimension, oder? Ich musste fliehen. Ich bin einfach ins Portal und zack war ich hier. Eisenpock. Konntest du dich so lange verstecken? Wie konntest du dich so lange versteckt halten? Ich habe ein hübsches Sümmchen gewonnen bei einem Kartenspiel, das sie hier gut finden. Doppelkopf. Mit oder ohne 9? Ja, keine Ahnung. Zweite Dulle sticht die erste, da. Bitte ohne ein Karlchen fangen. Was? Solospiele kommt? Was? Bitte ohne 9. Sieh mal einer an. Natürlich mit. Darauf kommt es aber eigentlich gar nicht so sehr an. Stumpf ist Trumpf. Das Konzept von Geld war mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen. Ziemlich verrückt, dachte ich. Im Spielen bin ich allerdings durchaus versiert. Mit dem Geld habe ich mir dann ein Versteck gesucht. Während ich, mich langsam auflösend, einen Weg nach Hause gesucht habe. Das ist wirklich das Ende der Geschichte? Finito? Ende Gelände? Aus die Maus? Klappe zu, Affe tot? Und tschüss? Irgendwie schon, ja. Wo ist denn sein Haus? Kann er nicht mal ein bisschen was erzählen? Wie ist die Lage? Geht so. Kann ich dich etwas Persönliches fragen? Darf ich etwas Persönliches? Vielleicht kriegen wir da noch was raus. Oder schalten noch was frei. Solospieler kommt raus. Gibt es noch mehr von deiner Art? Gibt es noch mehr von deiner Art? Hier? Nein. Über zig Dimensionen verteilt? Wahrscheinlich. Allerdings sind hier definitiv Wesen aus anderen Dimensionen unterwegs. Jetzt in diesem Augenblick. Die Katze, wenn du mich fragst. Solospieler kommt raus? Sieh mal einer an. Die einen sagen so, die anderen so. Darauf kommt es aber eigentlich gar nicht so sehr an. Tipptopp. Wie ist die Lage? Geht so. Darf ich etwas Persönliches fragen? Ja. Fliehen? Zu Hause ging es drunter und drüber. Es sind schlimme Dinge passiert. Und in dem Moment, in dem ich hier aus dem Portal gestolpert bin, bin ich in die Fänge dieser echt verrückten Wissenschaftler geraten. Die
mit ihren Tests. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Ich glaube, denen bin ich auch begegnet. Ich bin dann zum Glück entkommen und untergetaucht. Seitdem, tja, suche ich einen Weg nach Hause. So, und da kommst du ins Spiel. Unglaublich. Meine Berechnung, meine Vorhersagen. Ich werde Jahre brauchen, um das alles zu verstehen. Ich habe immer Paralleluniversen und andere Realitäten in Betracht gezogen. Aber das hier? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, die Theorie kennst du ja bereits. Wie konntest du entkommen? Durch die Tür, als sie nicht aufgepasst haben. Wovor musstest du denn fliehen? In deiner Dimension, meine ich. Jemand hat unseren Planeten in die Luft gejagt. Oh, ist ein guter Grund. Ich möchte eigentlich nicht so gern darüber sprechen. Zweite Dulle sticht die erste? Sieh mal einer an. Kann man so sehen oder so sehen. Darauf kommt es aber eigentlich gar nicht so sehr an. Tipptopp. Wie ist die Lage? Geht so. Warst du nicht gerade dabei, mir das Konzept von Dimensionsreisen zu erklären? Ihr Menschen definiert euch als eine Art Entität, die innerhalb dieses fleischlichen Körpers existiert. Eine Art Bewusstsein, das dieser leiblichen Masse anhaftet. Woher es kommt und was es da soll, ist für euch völlig abstrakt. Und diese beiden Augen, die ihr habt, sie sind das Zentrum eures Kosmos, eurer Wahrnehmung. Dabei gibt es doch so viel mehr. Ihr Menschen müsst endlich verstehen, dass jenseits eurer Wahrnehmung des Universums so viel verborgen liegt. Es ist überall da. Ihr könnt es nur nicht sehen. Weit entfernte Sterne und Galaxien. Seestrahlung. Der Urknall. Alles Dinge, die ihr verpasst. Um ein höheres Verständnis der Dinge zu entwickeln, den Webstoff des Universums zu verstehen, die Bedeutung eurer Existenz, müsst ihr euren egoistischen Blickwinkel überwinden. Ihr müsst endlich das Ganze, Große betrachten. Hans, wenn ich dir nur die Augen öffnen könnte. Du sagst das so, als ob wir alles falsch machen würden. Lass es mich so sagen. Du wirst Common People erst richtig genießen, wenn du es im Original von William Shatner hörst. Okay. Ich überlege mir was. Ja, Muffy, ich versuche das gleich nochmal. Errungenschaft freigeschaltet, Mr. Universum. Oh nein, Nanda sagt nein, sag es bitte nicht. Nein. Oh, das hat. Nee, oder? Ein leeres Gefäß. Nein, ich werde wahnsinnig. Und ich habe nur hier raufgeklickt. Das Glas habe ich zwar gesehen vorher, aber ich habe hier nur raufgeklickt. Oh nein. Aber danke für den Hinweis. Ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht, dass da ein Glas draufsteht. Weil auf die anderen Gläser habe ich auch aufgeklickt. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass das Glas da eine Bewandtnis hätte. Oh, nee, ey. Mega toll. Echt super. Na. Gut, das heißt, wir haben ja hier auf jeden Fall. Ja, das weiß ich eben halt auch nicht. Ob ich da tatsächlich schon mal raufgeklickt habe und das vielleicht einfach nur nicht gesehen habe. Ich weiß es nicht. Einfach nur aus Prinzip. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Gut, auf Wiedersehen. Ich muss weiter.
Hallo, ich muss weiter. Mann, 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 Mann. Unglaublich. Und die Nacht ist äußerst lang hier.